Okay, weiter geht's. Ich muss erstmal. Das weiß ich, jetzt verstehe ich auch, wieso ich diese Scheiße da machen musste. Also warum diese Treppe da ist. So, jetzt haben wir den Container. Okay, jetzt haben wir den Weg frei gemacht. Aber was gibt's denn da drin? Mal sehen. Zerstörung und alles, okay. Ich hab's geahnt. Okay. Da ist die Bombe. Hochexplosiver Sprengstoff. Das ist sie. Ah, dieselbe Bombe. Ach, dieselbe Bombe, habe ich mir doch gedacht. Sachte, sachte, ganz sachte. Und ganz jetzt schnell zurück. Wie jetzt zurück? Ist klar, dass ich jetzt den ganzen Weg jetzt dahin bringen soll. Anstatt das zu überspringen. Nein! Lassen wir den Spieler doch seinen Spaß. Und bringen es mal dahin. Ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Warte mal, kann man eigentlich hier runter? Nein. Okay. Okay, haben wir. Und geschafft. Das ist sie, oder? Hier steht hoch, ist dieser Sprengstoff. Darauf vorsichtig damit. Bin ich. Nochmal danke. Jetzt können wir diese Monster in diesen 1000 Stücke sprengen. Aber wie wollt ihr diese Bombe überhaupt einsetzen? Wir werden sie auf ein unbenanntes Schiff legen und es dann direkt ins Ziel rammen. Hihi, du wirst schon sehen. Ich bin zwar ein Jäger, aber in diesem Fall werde ich an der Seite der Himmelpiraten kämpfen. Danke für heute. Ich freue mich schon mal auf die Nachricht, dass wir Shepard gerettet haben. Okay, ihr Helden. Ja. Was ist los, Red? Ich kann sie spüren. Sie sind hier. Weißt du wo? Das da vorne immer den Gleisen entlang, glaube ich zumindest. Meinst du, wir könnten mit diesem Zug dorthin fahren? Ihr da. Wenn ihr mit dem Zug fahren wollt, dann sprecht mit dem Schaffner drin. Okay. Das sollte den Großteil dieser schwarzen Monster erledigen, hä? Oh nein. Oh. Sie sind es. Sie sind hier. Wo ist er? Wo? Ich will ihn einstampfen, 1000 Stücke zerreißen und zwar sofort. Kommen wir zur Sache. Sagt uns einfach, wo Red ist. Hey, du altes mieses Hexenweib, bist du taub?
Ach, das war's. Jetzt seid ihr so weit gegangen. Ihr habt Lady Oprah beleidigt. Darauf steht die Todesstrafe. Mann, ey, ihr könnt euch auch was gefasst machen. Nero, bringen wir diese Lachnummern schnell hinter uns. Du weißt schon wie. Gut, das wird eine schnelle, glatte Angelegenheit. Synchronisiere dich mit mir. Was zum Skarakäfer-Dumm ist das? Synchronisierung? Fusion? Entschuldigung, könnten Sie bitte sofort losfahren? Warum? Da vorne sind die Vandalen, die die Stadt angegriffen haben. Ich muss sie erledigen. Was, meinst du denn, du schaffst das ganz alleine? Klar, keine Sorge, wenn ich erstmal was in Angriff nehme, dann schaffe ich es auch. Na gut, fahren wir los. Danke. An den Lokführer, fahren Sie los. Verstanden, alles einsteigen bitte. Jetzt wird die Kacke richtig dampfen. Ich kann sie spüren, wir kommen näher. Entschuldigung. Vor uns sind riesige Roboter zu sehen. Red, kannst du mich hören? Merville, ich glaube, wir haben sie gerade gefunden. Ja, sie sind gerade mit Oprah und den anderen Schlitten gefahren. Was? Sind sie okay? Macht euch keine Sorgen, sie sind mit dem Leben davongekommen. Hättest du das nicht eher sagen können? Aber das werde ich ihnen heimzahlen. Verlass dich drauf. Red. Die schnappe ich mir. Bleib hier, im Zug, ey. Herr Jäger. Dieser Zug zieht übrigens einen Anti-Luftkampf-Waggon hinter sich her. Auf dem Dach des Waggons befindet sich eine Kanone. Benutze sie, wenn du sie brauchst. Wie kommt denn eine Kanone in diesen Zug? Die Armee hat sie einfach zurückgelassen, als sie aus der Stadt geflohen ist. Du wirst sie selbst nachladen, aber sie hat es in sich. Na gut, bevor sie hier verstaubt. Boah, meine Lesekunst ist heute dermaßen schlecht. Okay. Eine Fusion aus Nero und Blank. Was ist das für ein Roboter? Den habe ich noch nie gesehen. Server Sarita sind auf dem Nano-Level miteinander fusioniert. Dieser Roboter ist das Resultat daraus, dass der Cassandra Cross. Cassandra Cross? Er hat zwei Generatoren, die ihn noch stärker machen. Mit diesem Cassandra Cross haben sich Oprah und die anderen ausgeschaltet. Das habt ihr mir aber verschwiegen. Jammer nicht, sondern kämpf mit uns, du Misserfolg. Wir wussten, dass du kommen würdest, aber Schluss mit dem Geplänkel, jetzt wird's ernst. Wir haben Tartarus beschworen, jetzt können wir dich endlich aus dem Weg räumen. Da wäre ich mir an eurer Stelle aber nicht so sicher. Nicht ansehen, das ist mir irgendwie schon klar, wie das ist. Was kommt hier? Wie kommen wir weg? Was? Stirb mal eine Runde. Thank you.
Und wir haben den Kampf gewonnen. Bisschen abballern. Wieso verlieren wir gegen dieses misserlungene Experiment? Das kann ich nicht hinnehmen. Ich werde es nicht hinnehmen. Meine Kraft lässt nach, aber warum? Weil ihr euren Zweck erfüllt habt, für den ihr geschaffen wurdet. Genauso wie Byron und ich es geplant haben. Perfekt geplant hatten. Bist du etwa dieses Monsterweib, das uns geschaffen hat? Wovon redest du? Ihr wurdet nur geschaffen, um eine Aufgabe perfekt auszuführen. Die volle Macht der Titanomachina zu kontrollieren. Aber nur ein einziges Mal. Und diese Aufgabe habt ihr bereits perfekt zu Ende geführt. Hahaha. Nein. Ein einziger Angriff, der die Dimensionen auseinanderreißen und Tartarus beschwören kann. Ihr seid wie Maschinenteile, die nur für diesen einen Zweck konstruiert wurden. Und sobald ihr diese erfüllt habt, gibt es für euch keine Verwendung mehr. Nero, Blank, hört auf! Ihr habt doch genug ausgerichtet. Ist das ein Witz? Aber wir sind doch perfekte Wesen. Genau, Tartarus wird uns bald einen neuen Befehl geben. Dieser Befehl wird uns sagen, was wir tun sollen. Er wird uns eine Zukunft geben. Es tut mir so leid, aber ihr werdet keinen neuen Befehl erhalten. Und Byron weiß das genau. Aber natürlich, ich habe keine Verwendung mehr für euch. So ein Wichser. Macht, was ihr wollt. Nein, das... Ich glaube kein Wort. Bitte erlaubt mir, dass ich meine Sünden wieder gut mache. Ich kann erreichen, dass ihr beide weiterleben und ein normales Leben führen könnt. Was meinst du damit? Hört ihr zu? Wen interessieren schon irgendwelche bescheuerten Befehle? Ich bin doch trotz allem euren Bruder. Ich bin trotz... Oha. Okay, ich bin in Trance gefallen, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Irre. Was war das? Was war das denn? Red du etwa auch? Zerstöre. Was denn überhaupt passiert? Ich kann es nicht fassen. Hast du ihn etwa auch erhalten? Den Befehl? Das ist der Befehl. Ich habe das Gefühl, mein Kopf zersprengt. Also das wäre ein Krach. Ich kann eine Stimme hören. Wie? Zerstöre! Zeit wieder. Herstellen. Was zur Hölle ist gerade passiert? Sieht ihn an. Nein, das kann nicht sein. Zeit wiederherstellen? Nein, Red, du darfst nicht darauf hören. Zerstöre. Zerstöre. Zeit wiederherstellen. Ach so, der Befehl hat doch jetzt ihn erreicht.